Sport. Gerd Zimmermann, jetzt haben wir dich hier live in der Sendung. Grüße dich. Hallo nach Leipzig. Sehr gut. Wenn du das noch ein bisschen höher hältst, sieht man auch nur deine Augen. Martin, macht nur Spaß. Gerd, mein Lieber, wie geht's dir denn? Dankeschön, es geht mir gut, aber es könnte besser gehen, indem man mal wieder ordentlich eine Diskussionsrunde drauf hat, wenn es darum geht, dass der Fußball verrückt spielt. Das macht ja eigentlich, das ist wieder 5 Euro fürs Phrasenschwein, das Salz in der Suppe eines jeden Fußballverrückten. Ja, du sagst. Ich übrigens auch bin aus. Du sagst auch gerade, wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen, heute die Entscheidung, die dritte Liga soll bis Ende Juni fertiggestellt werden. Alle wollen so schnell wie möglich am besten morgen die erste und die zweite Bundesliga sehen. Glaubst du, oder was glaubst du, ist das wirklich so richtig? Wir haben gerade Andreas Wels gehabt, du hast bestimmt mitbekommen, der hat sich natürlich ganz anders dagegen, also nicht wie viele andere sagen, alles toll, alles super, endlich Fußball. Er sagt, hier geht es um die Gesundheit. Wie siehst du das? Gehen wir mal ganz weit zurück in die Kreisliga C. Ne? Also die Freunde der Kreisliga oder der Bezirksliga oder der Bezirksklassen, die werden das natürlich sagen, was ist denn hier mit uns los? Wir sind doch die wahren Fußballhelden, die vielleicht noch auf dem Hartplatz spielen und dann ein Rähmchen in die Kabine stellen und dann nach dem Spiel schön eine Flasche ziehen und sagen, Mensch, was war das für eine Woche? Und sich austauschen. Ne? Das ist Fakt. Aber ganz oben, die haben Geld gekriegt. Am 4. Mai ist das auf dem Konto. Und wenn das Geld da ist, dann musst du liefern. Also über die erste und die zweite Liga spielen. Ach, die dritte Liga, die hat doch auch Geld gekriegt, ne? Da war doch was. Von den Champions-League-Teilnehmern, RB Leipzig unter anderem, die haben doch was rübergegeben im sogenannten Topf. Und jetzt haben die auch Geld gekriegt. Und jetzt sagt natürlich der DFB, jetzt müsst ihr liefern. Ganz logisch. Naja, und jetzt kommt die Lieferung als erstes. Wie es dann weitergeht, ab Herbst, das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann ich mir vorstellen, da hat zum Beispiel heute sich schon der Chef von 1. FSV Mainz 05 geäußert und hat gesagt, wir müssen Sparpläne, wir müssen zusammenstreichen. Das wird ja dann richtig eng. Die zweite Liga wird noch enger als die erste und so weiter und so fort. Und bei RB Leipzig guckt man übrigens gerade drauf, wie ist das mit den 60 Millionen für Upamecano? Die wird er vielleicht dann auch nicht mehr kriegen und so weiter und so fort. Also das schöne, überhitzte Fußballchaos beginnt sich jetzt wahrscheinlich im Hochsommer komischerweise abzuquälen. Absoluter Wahnsinn. Und da haben wir, weil du sagst, im Hochsommer, wir haben einen Artikel vom 17. März, Martin hat es in der Hand, das können wir vielleicht nochmal ranzoomen. Und zwar kam das in der LVZ im Sportbasser, du musst auf die andere Kammer gehen, glaube ich, genau, da zieh was ran. Über allem steht die Gesundheit, hat Helge Leonhardt gesagt von Aue. Und der Martin zitiert nochmal. Ich zitiere, und wenn wir eines Tages Licht am Ende des Tunnels sehen, müssen Entscheidungen getroffen werden, die allen, so gut es geht, gerecht werden. Es darf keine einschneidenden Verlierer geben, es darf keiner abgehängt werden, weder in der Gesellschaft noch im Sport. Ja, super. Ja. Chemnitz sagt, wenn wir spielen müssen, da sind wir pleite. Wieso Chemnitz? Die haben ja gestern erstmal dazu gestimmt, dass die dritte Liga überhaupt antritt. Das war ja Chemnitz, der Chemnitz AFC. Denn die waren ja eigentlich bei den Achten, die gesagt haben, nee, stopp, ja, wir sind dann pleite. Und jetzt sagen die gestern, nee, wir spielen. Och. Jetzt haben wir wieder die Demokratie. Ne? Ach so, 10 Mann wollen spielen, 2 haben sich enthalten, 8 nicht. Na, dann wird gespielt. Aber das, was du gerade vorgelesen hast, ich denke, das war sonntags gehalten. Es war eine sehr schöne Sonntagsrede. Wir sind ja inzwischen ein bisschen weiter. Und wenn ich weiß, dass am 4. Mai jetzt schon wieder die Baumärkte auch in Dresden aufmachen, wenn ich weiß, dass in der Woche vor Himmelfahrt was passieren soll, die Kneipen werden aufgemacht, dann weiß ich doch, das Ganze hier ist im Moment auch mit der Gesundheitsdebatte so nicht mehr haltbar. Irgendwann will der Mensch wieder mal raus. Irgendwann will er an die frische Luft. Irgendwann will er wenigstens ein bisschen was erleben. Irgendwann will er am Biertisch mit dem anderen diskutieren. Freunde, das ist nun mal so und das wird so kommen. Aber Timmy, du bist doch, du warst jetzt auch, man sieht es dir auch noch ein bisschen, du warst ja in längerer Zeit ein bisschen krank, bist gerade wieder dabei, dich gut zu erholen. Aber du bist ja auch Risikogruppe. Ja? Also du bist ja jetzt schon etwas mehr über 60. Für dich ist doch das Thema rausgehen dennoch gegessen, oder nicht? Bitte? Ja. Also, ich bringe mal bitte, soll ich jetzt hier drinnen im eigenen Mief ersticken oder was?
in meiner Wohnung. Also das geht nicht. Natürlich musst du rausgehen. Und ich meine jetzt mal unter uns. Guck mal nach Schweden. Ne? Da fällt auch nicht jeder um. Also diese Geschichte mit der Gesundheit. Jeden Abend in jeder Talkshow sitzt ein anderer Virologe und erzählt mir was anderes. Also wenn ich da nicht irgendwie bekloppt wäre, bin ich doch selber dran schuld. Also habe ich doch bitte, und jetzt kommt's, die eigene Verantwortung mir gegenüber, dran zu glauben, dass wenn ich den Schritt vor die Türe mache, auch wieder den Schritt in die Türe mache und dann auch wieder nächsten Tag gesund aufstehe. Das ist doch bitte meine Intention und das ist dann bitte schön auch mein Verlangen. Und basta. Ja, apropos Verlangen, da hast du eigentlich was ganz Gutes gesagt. Ich finde es eine tolle Meinung. Es ist super, gerade jemand, der ja geschützt werden soll. Ne? Also Schäuble hat ja gerade auch noch was gesagt. Es geht nicht nur über das Schutz des Lebens, sondern ne, man muss da auch ein bisschen mal runterfahren. Also pass mal auf. Eines, ja. Das gefährlichste Leben ist das Leben überhaupt. Ne? Die gefährlichsten Unfälle passieren an der Küchentür, so ungefähr. Verstehst? Ja, oder wenn du über die Straße gehst oder von oben kommt ein Ziegel oder was weiß ich. Ne? Also deshalb, dann müsstest du ja mit dem ersten Tag deines Lebens mit der Muttermilch eingesogen kriegen, pass auf und geh ja nicht raus. Das Leben ist das Gefährlichste, was es gibt. Du hast vor uns von über 60 gesprochen, ich bin gleich 70. Ich bin also bis dahin ganz gut gefahren, dass man ab und zu auch mal einen Crash hat. Das ist eine andere Geschichte, aber wenn du kein Risiko eingehst, und bitte, was ist Leben ohne Risiko? Na dann, gute Nacht. Dann kannst du brauchen, wenn du leben. Das Leben ist was? Lebenswert. Warum ist es lebenswert? Weil was passiert. Wann passiert was? Wenn wir was dafür tun, dass was passiert. Es kommt doch keiner zu uns in die Bude, klingelt und sagt, ich mache jetzt meine große Show. Selbst wenn ich, was weiß ich, 150 Euro hatte, Klingelnagel oder was. Das Leben an sich ist lebensgefährlich. Übrigens, ein schöner Spruch, ich muss es jedes Mal dran denken, wenn ich dich sehe. Du hast mal den schönen Satz gesagt, da fällt er um wie ein Räuchermännchen, dem man eine Wunderkerze hinten reinsteckt. Immer wenn ich an Gerd Zimmermann denke, denke ich an diesen Satz. Wer war das bitte, der da umgefallen ist? Irgendeiner von Aue oder was du da kommentiert, ich weiß es nicht mehr. Aber das war hervorragend. Gefährlich. Aber Zimmi, ich will darauf hinaus, vermisst du das Kommentieren gerade? Ja, natürlich. Na klar. Pass auf, wer das mit Herz, Niere, Verstand, ich hoffe es mit Verstand, und natürlich überhaupt auf oder ab dem sechsten Lebensjahr wollte, wer es dann endlich gekrallt hat und der dann irgendwann gesagt gekriegt hat, April, sind keine Fußballspiele mehr. Was ist los? Nee, sind keine Fußballspiele mehr. Warum? Na, wegen... Boah, wir wissen Bescheid. Also das ist erstmal das Grausamste, was es gibt. Das müssen wir an der Stelle sagen. Geisterspiele kommentieren. Wird nie viel besser, sage ich auch. Aber wenigstens was zum Diskutieren haben. Wenn du sagst, guck mal, das Ding zum Beispiel da auf der linken Flanke, hätte der ganz anders gemacht, wenn sein Fanblock dahinter gestanden hätte und hätte ihn angebrüllt, du musst nach hinten ziehen. Ja. So, aber wird natürlich auch jedes Geisterspiel jetzt wieder, zumindest in den ersten zwei oder drei Partien, es gibt ja noch 9 Spieltage, beeinflusst von draußen. Und das ist nun wieder das Interessante, wo ich sage, dann lass uns bitte wenigstens mit Geisterspielen anfangen und irgendwann im Leben lass uns wieder Fußball spielen. Vor allen Dingen bitte auch die C-Liga und die Kleinen. Denn die Kleinen, das ist das Wichtigste. Hallo, was haben wir noch vor, bitte schön, einem Dreivierteljahr erzählt? Die Kleinen, die haben große Probleme alleine beim Rückwärtslaufen, beiseite laufen. Da wissen die nicht mit dem Arm wohin. Deshalb ist es wichtig, Sport zu treiben, Fußball. Zumal ja in Sachsen die Sportstunde eingespart werden sollte. Nee, die müssen auch wieder raus an die frische Luft. Und wenn du merkst, dass die Kleinen ja eigentlich sofort wieder, in der kürzesten Zeit, Kontakte finden, weil es eben bei denen einfacher geht als bei uns Erwachsenen, dann muss ich sagen, Freunde, bitte lasst es wieder zu. Und bitte keinen Arbeitskreis bilden im Arbeitsministerium, der vorschreibt, dass auf dem Spielfeld alle mit einer Maske rumzulaufen haben. Dann können wir nämlich Zorro rausholen. Ich glaube, der wurde 1957 gedreht, der Film. Und können, was weiß ich,
mit den Rüstungen klappern oder was, dann ist wirklich alles zu spät. Also bevor ja Gerd Zimmermann ja nicht mehr wiederkommt und sich noch vielleicht einen Herzinfarkt einfängt. Nee, da brauchen Sie keine Angst. Letzte Frage. Gerd, was machst du, wenn es losgeht? Wirst du kommentieren im Stadion oder wirst du im Homeoffice das machen müssen? Das hat bis jetzt noch keiner erfahren. Ich denke, wegen der Risikogruppe wird es aus dem Homeoffice passieren, in der Hoffnung, dass an dem Tag, nicht gerade bei dem Spiel, was ich kommentieren werde, ein Gewitter vorbeizieht, wo ja dann vielleicht der Spiegel mit dunklen Wolken wagelt und du hast 2 Minuten nichts zu kommentieren oder was. Aber daran wollen wir jetzt nicht denken. Wann regnet es denn wieder? Haben die heute nicht gesagt, in Leipzig regnet es bei euch in Dresden? Nichts, kein Tropfen hier. Nichts kommt. Nichts. Es wird noch kommen. Siehst du. Müssen wir mal einen Virologen fragen. Gerd, mein Lieber, super, klasse. Wir werden dich bestimmt nochmal anrufen in der Sendung. Da gibt es bestimmt bald wieder was zu diskutieren, gerade über den Fußball. Super, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine offenen, ehrlichen Worte. Es war wirklich nicht nur lustig, sondern auch interessant. Vielen, vielen Dank. Also pass mal auf, lustig sein ist das eine. Aber anregend und nachdenklich, das wäre jetzt aus deinem Munde die ideale Verabschiedung gewesen. Aber das fürs nächste Mal. Ne? Du kannst beides. Du kannst beides. Danke dir, mein Lieber. Mach's tschüss, Gerd. Tschüss, bleib gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.